So, dann haben wir hier noch ein bisschen Platz. Ja, die Fackel lasse ich doch mal da stehen. Ja, doch. Hm. Ja, ich habe dich schon gesehen, Zombie. So, jetzt bist du dran. Gut. Dann war es das hier. Und da vorne noch was. So, da kann man da noch was dazwischen bauen. Und dann nochmal so umgekehrt. Ja, genau, das war richtig so. Und so, okay, gut. Schnell was essen. Ah, so, dann können die auch weg. So, dann kommen die zwei. Da haben wir nur noch zwei. Da haben wir hier noch Platz, wo wir das Zeug reinpacken können. So, das kann auch weg. Gut. Jetzt haben wir hier den Bahnsteig, den wir schon fertig haben. Der ist komplett fertig. Der hier ist auch komplett fertig. Und die anderen halt noch nicht. Aber da werden wir heute noch ziemlich weit kommen. Nämlich die Sitzgelegenheiten, die haben wir jetzt ja gleich fertig. Und dann noch die Hinweisschilder und so weiter. Und dann können wir mit den Lampen anfangen. Dann machen wir dann halt so weit, wie wir kommen. So, aber jetzt erstmal die hier. Ja, doch, machen wir nochmal sowas hin. So, und da ist viel Platz. Ah, komm, wir machen da rüber ein bisschen mehr hin. Ne, das passt so. Das ist zu viel. Das ist auch eine schöne Farbkombination, finde ich. Auch wie wäre es denn, wenn wir da hinten einfach mal so komplett... So, und... machen wir das da hin? Nee, das ist doof. So und so. Ja, ist natürlich jetzt nicht genau in der Mitte. Oder wir machen... Oh, nee, wir machen das mal wieder weg. Wir lassen das in der Mitte frei. Aber habe ich da vorne jetzt schon überall was hingebaut? Moment mal, wie gehen denn die Sitze aus? Ja, das ist mir egal, da muss ich halt welche nachmachen. Und... Ja, ja doch, genau, so. Ja doch, lass ich so. Ja, ich habe jetzt da ziemlich viele hingebaut. Das wird nicht mehr genügen. Kann ich noch welche nachmachen? Das ist Zyan, okay. Und braun. Ne, mit braun kann ich nichts mehr nachmachen. Und mit der anderen Farbe auch nicht. Okay, gut. Und dann machen wir das gleich. Ich setze da jetzt noch hin, was geht. Das wird jetzt nicht viel sein. Ja. Und dann können da... Ah, das war der letzte. Okay, gut. Ja, da müssen wir da noch ein bisschen was machen, denn da vorne will ich auch noch ein bisschen was hinsetzen. Ja gut, kriegen wir alles hin. Ah, die machen wir so rum hin. Erstmal dahin. Okay, gut. Die müssen wir gleich nachmachen, aber jetzt machen wir erstmal die, denn davon sollten wir noch genug haben. Dann haben wir das nämlich auch fertig. So, da hinten. Ja, komm, da haben wir genug. So, so und so, aber nur das da und mehr nicht. Erstmal den Rest mal da vorne. So, hier. Nee, da machen wir nichts hin, da ist kein Platz mehr. Aber hier. Oh ja, doch, da machen wir das so. Hier. So, so eine Zweiergruppe und passt da noch eine. Nee, da lasse ich den Platz. Machen wir das. Da machen wir das so. Ja, okay. So. Und daneben noch ein grüner jeweils. Ah, da hätte ich eine Reihe, hätte ich umkehren können. Naja, ist egal.
Lass mal so. Machen wir dann hier. Da kommt nichts mehr hin, aber hier. So, die drehe ich jetzt um. Mache aber mit grün weiter. Nee, da soll ein grüner hin. Ein violetter. So und so. Und das geht hier auch nochmal. Drehen wir auch wieder um. So und so. Okay, dann haben wir das auch. Da können die auch weg. Wir brauchen jetzt noch braun und was war das? Cyan. Ja, gut, auf geht's zum. Habe ich noch weiße Wolle? Moment mal. Ja, weiße Wolle habe ich noch da. Okay, gut. Ich kann aber noch mal schnell da gehen und ein bisschen Gerümpel loswerden, obwohl wir die Farben sowieso gleich wegmachen. Ja, genau. Dann muss das jetzt nicht mehr sein. Also auf zum Färberhaus. So, ich brauche. Türkis war das doch, oder? Also auf Deutsch Türkis, im Englischen Cyan. Oder Cyan, wenn man es ausspricht. So, aber braun eben auch noch. Nee, das ist grün. Moment, das ist grün. Braun war ja das. Wo war das denn? Ach, hier. Ich glaube, ich will ihm bei der Gelegenheit auch gleich mal einen Überblick verschaffen, was wir denn da so an Dings da haben. An Farbsachen. Gut, da kommt das mal wieder weg. Türkis. Achso, Türkis und Braun ist direkt übereinander. Hm. Und aus diesen hier auch noch. Ja, so viele brauchen wir jetzt zwar nicht, aber das macht nichts. So, mal einen Überblick. Da von Rosa haben wir noch genug. Da haben wir gar nichts. Von Magenta haben wir nichts. Von Türkis haben wir noch einiges da. Das passt auch noch. Von Violett haben wir nichts da. Von Rot haben wir noch was da. Passt auch. Gelb. Ja, gut, Gelb ist noch einiges da. Also Violett und Magenta. Okay, gut, merken. Weiß sollte auf jeden Fall genug da sein. Ja, davon auch noch. Boah, das passt. Ja, das auch noch. Von Hellblau ist genug da, von Blau sollte auch genug da sein. Ja, ist auch. Von Grün ist doch da und Hellgrün. Ja, das passt auch nochmal. Gut, dann machen wir nochmal Magenta und Violett. Magenta und Violett. Okay, gut. Ne, Moment, wir machen das der Reihe nach. Wir machen jetzt erstmal Magenta und Violett. Also das heißt, wir müssen nochmal zum Agrarplatz. Da haben wir jetzt ein bisschen Farbstoff hier. Also die Essenzen meine ich jetzt natürlich. So, los, geh auf. Hat doch nicht reagiert. So, das da. Ah ne, komm, wir machen gleich ein bisschen mehr. Wir haben ja genug da. So, wie kriege ich jetzt Magenta? Magenta und Violett hat ja gefehlt. Hier, Magenta. So, das da. Ja, ich will aber nicht alles haben, sondern nur die, nur die Hälfte. So, ja gut, das passt. Und dann noch Violett. Ja, ich nehme mal das da hier. Da bin ich mir sicher, dass das ist, was ich haben will. Okay, das da. Jetzt haben wir da 53. Wieso denn 53? Hatte ich noch was übrig? Ja gut, ich weiß ja, wie ich das hinmachen soll. Und davon die Hälfte. So, dann haben wir das auch. Gut. So, dann kommen die Essenzen wieder zurück. Die müssen wir hinsetzen. Genau, jetzt räumen wir die auf. Dann kann erstmal das da auch weg. So. Jetzt geht's nochmal zurück zum Färberhaus. Und wir räumen den Farbstoff weg.
Und dann kommt die ganze Wolle weg. So, Türkis. Nee, Violett. Das war ja das da hier, genau. Und Magenta war da vorne. So, jetzt haben wir wieder einiges an Farbstoff aufgefüllt. Sehr gut. Da dürfte ja nichts drin sein. Geh nicht auf, ja. Ja, okay, gut. Dann ab ins Lager. Nehmen wir falsche Taste. Achso, nee, Moment, nein. Erst nochmal zurück zur U-Bahn. Ich wollte ja noch ein paar Sitze hinsetzen und dann Sachen wegräumen. Irgendwo da vorne. Das müsste. War das der hier? Nee, Moment, der hier, genau, der hier. Da müssen wir hin. Kann ich das jetzt alles ins Lager bringen oder haben wir. Nee, ich habe ja hier Kisten. Oh, wen haben wir denn da? Machen wir hier bloß keinen Schaden. So, hinter mir sind auch auf der Minikarte rote Punkte zu sehen, aber hier in echt. Also hier oben in. Eben nicht, die sind ja halt weiter unten. So, ja genau, hier habe ich angefangen, aber halt noch nicht mehr gemacht, weil nicht mehr da war. So, und dann noch ein bisschen auf der. Oh, wir könnten das mal. Na, das ist doof. Nee, nee, mach mal so. Dann haben wir das halt mal so. Und hier könnten wir auch noch so eine. Ja, mach mal so. So. Ja, damit haben wir das auch. Dann laufe ich jetzt mal da vorne hin. Dann sind wir jetzt mit diesen Sitzen fertig. Und jetzt geht es darum, das Inventar auszuleeren. Und dann werden wir diese Hinweisschilder hier machen. Diese da. Und auch die anderen. Die hier da. Das da. Und da haben wir ja noch... Ja, genau, hier da. Da stehen sie. Diese hier. Diese drei verschiedenen Arten von... Gegenständen werden wir dann machen. So, aber jetzt erstmal. Ja, alles raus. Aber oben an die Schriftrolle. Schauen wir uns mal an. Wahrscheinlich kann ich das schon. Ja, kann ich schon. Okay. Das ist schade, dass ich keine weißen Wollsitze machen kann. Aber da ist halt ein Rezept falsch. Ich wüsste nicht, dass ich das ändern kann. Ich kann ja mal irgendwo schauen in den Dateien, ob da irgendwas machbar ist. Also das Rezept muss ja irgendwo hinterlegt sein. Und dann ist da eben irgendwo was falsch geschrieben, umkopiert oder so. Vielleicht finde ich da was. So, ich will das wieder auswählen hier. Gut, jetzt haben wir das alles raus. Jetzt können... Ja, ist ja gut. Das sind gleich zwei jetzt. Der Endermann so weit weg steht. Oh ja, der hat mich aber einiges. Hat mir einiges an Schaden gemacht. Wie sieht die Rüstung aus? Die sieht noch ziemlich gut aus, bis auf die Schuhe, aber okay. Nicht weiter dramatisch. Die Axt müssen wir auch bald ersetzen. Ja, gut, reicht noch ein bisschen. So, ja, dann füllen wir das Inventar auf. Kann man da Sachen? Ne, die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, oder? Doch, die brauchen wir noch. Oder die waren doch so. Weiß, blau, ja, okay. Hm. Dann haben wir hier hellblau. Da haben wir noch weiße Wolle, sehe ich gerade. Ne, war das hellblau oder dunkelblau? Das war doch dunkelblau, oder? Nee, das war hellblau. Okay. Wir brauchen hellblau. War da noch hellblau drin? Nee. Gucken wir das gleich mal wieder weg. Hellblau. Ich nehme mal alles mit. Das ist Wolle und das ist auch Wolle. Okay.
Und hier war ja ohnehin die gerundete Kiste, da ist nichts mehr davon drin, obwohl da hier weißer gebrannter Ton drin ist. Gut, wir müssen also noch. Ja, doch, noch mal ein bisschen mehr besorgen. Ja, dann machen wir doch erst diese hier. Ja, ja, wir haben ja mehrere Arten. Ja, ja, okay, machen wir da rein nach. Aber ich packe schon mal alles in, ins Inventar. So, die Zäune. Wir brauchen Schilder. Und Rahmen. Ja, die Schilder werden schon oder 16. Ah, komm, ich nehme noch was mit. So. Da haben wir keine. Doch, da haben wir Zäune. Und da ja aber nicht. Okay, was ist hier drin? Oh ja, da haben wir Rahmen. Sehr gut. Und da haben wir nochmal sowas hier. Auch gut. Die Schilder packe ich mal dahin. Die Rahmen daneben. Und die kommen dahin. Da brauchen wir die noch einzeln. Ja, genau. Achso, da kann ich ja gleich mal was draus bauen. So und so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir brauchen, aber ist ja egal. Wir machen einfach mal ein paar. Boah, das dürfte auf jeden Fall genügen.